Servus, du bist der Praktikant, nehme ich an. Ich bin Andy. Und wie ist dein Name? Cole. Na gut, ich werde dir heute zeigen, wie alles läuft und dich ein bisschen durch den Arbeitstag begleiten. Okay. Wenn du Fragen hast, frag mich einfach. Brauchst keine Angst zu haben, ich weiß schon nicht. Ja, wann macht ihr hier eigentlich Pause? Also, Frühstück gibt's von 9.30 Uhr bis 10 Uhr, Mittag gibt's dann von 12.30 Uhr bis 13 Uhr. Die Arbeitszeiten generell sind von 7 Uhr morgens bis 16 Uhr. Und wie spät ist es? 10 nach 7. Puh, okay. Was macht ihr hier eigentlich den ganzen Tag außer rumsitzen? Die Firma UT GmbH ist ein internationales Unternehmen und baut Maschinen für die Gummi- und Kunststoffindustrie. Wir sind im Sondermaschinenbau tätig und jede unserer Maschinen wird einzeln auf unsere Kunden angepasst. Ich lerne hier den Beruf des technischen Produktdesigners in Richtung Maschinen- und Anlagenkonstrukte. Und was sind deine Aufgaben? Ich entwerfe und bearbeite 3D-Bauteile, erstelle technische Unterlagen wie zum Beispiel Fertigungs- und Stücklistenzeichnungen und arbeite eng mit Monteuren und anderen Abteilungen zusammen. Welche Interessen und Fähigkeiten sollte man denn mitbringen, um in deinem Job zu arbeiten? Man sollte Interessen im Gebiet Mathe und Physik haben. Grundlegende Kenntnisse am Computer sowie räumliches Vorstellungsvermögen sind sehr nützlich. Ja gut, und wie soll das laufen? Was genau meinst du jetzt damit? Naja, das mit den 3D-Sachen halt. Zuerst machst du mal den PC an, ohne den läuft hier gar nichts. Hast du schon Erfahrung am Computer? Ich spiele mal Fortnite am Computer. Ich bin schon Prestige Rang 4 Elite Master und hab sogar den Platin Superskin. So ein Kram machen wir hier nicht. Wie wär's, wenn du stattdessen mal unser CAD-Programm startest, damit dir hier nicht langweilig wird? Das hier? Beim Erstellen von Bauteilen in einem 3D-CAD-Programm startet man am Anfang immer erst in einer 2D-Umgebung. So wie man auch ohne Computer ein Bauteil zeichnen würde. Ich ziehe hier ein Rechteck und bemaße Länge und Breite davon. Dieses Rechteck wird dann gleich zur Grundplatte des Bauteils. Es gibt sehr viele hilfreiche Funktionen, die das Bearbeiten von 3D-Bauteilen stark vereinfachen. Hier sieht man zum Beispiel, wie ich eine 45-Grad-Phase mit nur einem Mausklick an das Bauteil anbringe. Genauso einfach kann man auch Bohrungen oder aber auch Rundungen in sein 3D-Bauteil einfügen. Der nächste Schritt ist es, wieder eine 2D-Skizze zu starten, und zwar auf einer Fläche unseres schon vorhandenen 3D-Körpers. In diesem Beispielvideo platziere ich als nächstes sogenannte Langlöcher an den beiden Seiten des Bauteils. Nun kann ich, anders als bei der ersten 3D-Operation, auch Material wegnehmen und erzeuge so Löcher oder aber auch Ausfräsungen in meinem Bauteil. In der Ausbildung zum technischen Produktdesigner bei UT arbeitet man sehr viel mit 3D-CAD-Anwendungen, wie zum Beispiel diese hier. Neben den praktischen Kenntnissen gehören aber auch theoretisches Wissen dazu, was wir Auszubildenden im Betrieb und in der Berufsschule lernen. Als nächstes kann man geschlossene 2D-Skizzengeometrien mit wenigen Mausklicken ins 3D ziehen oder übertragen. Um komplexere Bauteile zu erstellen, geht dieses Verfahren immer so weiter. Ich suche mir die passende 2D-Fläche des Bauteils heraus, erstelle wieder eine 2D-Skizze darauf und nehme anschließend im 3D-Material weg oder füge es hinzu. Okay, und dieses Bauteil fertigt ihr jetzt? Nein, das war jetzt nur ein Übungsteil, damit du siehst, wie unser Programm funktioniert. Und in welcher Maschine wird das dann verbaut? Das wird nicht verbaut, das war ein Übungsteil. Ach so, das ist nur, damit ich das Programm lernen kann. Ja, genau, das habe ich versucht dir zu erklären. Diese Jugend von heute. Geh erstmal Pause machen. So Chef, wie geht's weiter? Servus, habe ich hier meinen Namen gehört? Ich bin übrigens Christoph, ich bin der Chef hier. Läuft das hier alles, Andi? Rückwärts und bergab, aber es läuft. Okay, dann gehe ich halt wieder. Gut, dann wollen wir jetzt mal weitermachen. Geht's jetzt an die Zeichnungen? Vorab schon mal irgendwelche Fragen? Wie macht ihr denn so eine Zeichnung? In diesem Video erstelle ich eine Fertigungszeichnung, also eine bemaßte Einzelteilzeichnung, die wir dann in die Fertigung geben können.
Es gibt noch weitere Arten von Zeichnungen, wie zum Beispiel Baugruppen, Montage, Explosions- oder Stücklistenzeichnungen. Als erstes platziere ich das eben gezeichnete 3D-Bauteil mit nur wenigen Mausklicken in einer Ecke von meinem Blatt. Davon kann ich dann automatisch eine Seitenansicht und eine Draufsicht generieren. Zum besseren Verständnis, wie das Bauteil aussehen soll, platziere ich noch über dem Schriftfeld eine farblich dargestellte, sogenannte isometrische Ansicht auf dem Bild. Danach fange ich an und bemaße manuell das Bauteil. Die wichtigsten Maße zum Beginn sind immer die äußeren Gesamtabmaße, also Länge, Breite und Höhe. Wenn ein Bauteil symmetrisch ist, wird dies durch Mittellinien verdeutlicht. Löcher und Rundungen werden ebenfalls mit einem sogenannten Bohrungskreuz markiert. Anschließend ziehe ich die restlichen Maße an das Bauteil, die man zum Fertigen bräuchte. Es ist sehr wichtig, dass man sich an die festgelegten Regeln hält, also das theoretische Wissen beim Erstellen von Zeichnungen jeglicher Art. Wir sprechen hier übrigens auch nicht über eine künstlerische, frei gestaltbare Zeichnung, sondern über eine auf Normen und Richtlinien basierendes Zeichnen. Soweit alles verstanden? Ich wollte nur mal fragen, wie viel Uhr wir haben. 1:30. Und wann genau war nochmal Feierabend?